Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handballhacks. Und heute möchte ich mit euch über einen kleinen Taktiktipp sprechen für Gegenstoßsituationen. Dafür nehme ich jetzt gerade noch einen Ball dazu, den hatte ich vorher vergessen. Wir sind jetzt gerade in einer Situation, Blau ist im Angriff, Rot ist in der Verteidigung, wir sind die rote Mannschaft und wir gehen gleich in eine Gegenstoßsituation. Das heißt, Blau verliert hier irgendwo den Ball, macht vielleicht hier einen blöden Abschluss, die gehen hier tief und jetzt kommt hier ein blöder Abschluss. Und wir starten schon mal hier in den Gegenstoß. Zack, die starten. Hier kommen vielleicht zwei Verteidiger mit. Und worum es jetzt gehen soll, ist die Ballverteilung und die Entscheidungsfällung im Gegenstoß. Das heißt, wenn jetzt hier der Ball rausgespielt wird, was wollen wir in dem Gegenstoß machen? Wir wollen es auf jeden Fall vermeiden, den Ball zu früh zum Außen zu geben. Und zu früh heißt, dass wir den Ball eigentlich nur dann zum Außen geben, wenn es quasi der letzte Pass ist und der Außen danach abschließen wird. Warum wollen wir das machen? Ja, wir wollen eigentlich immer die Entscheidung hier irgendwo im Zentrum fällen, beziehungsweise hier den Ball im Zentrum halten, weil wir dann die Möglichkeit haben, den Ball in beide Richtungen weiterzuspielen. Das heißt, wenn jetzt hier dieser Fünfer den Ball hat und wir haben gerade eine 3 gegen 2 Situation zum Beispiel, diese Abwehrspieler, ja, die wissen jetzt nicht, ob der Ball nach links oder rechts gespielt wird oder ob der Spieler den Ball selber weiterhält. Ja, das wissen die nicht. Das heißt, sie müssen quasi zwischen diesen beiden Positionen, zwischen den Spielern, hier irgendwo variabel bleiben. Wenn wir jetzt den Ball nach hier geben, ja, hat dieser Spieler jetzt in dieser Situation natürlich nicht die Möglichkeit, nach hier zu spielen. Aber hier könnten natürlich noch andere Spieler da sein und ich könnte meinen Laufweg nach hierhin verlagern. Das heißt, auch hier könnte ich jetzt meinen Weg nach hierhin weiter verlagern, um so entweder nach links den Ball zu treiben oder nach rechts den Ball zu spielen. Wenn wir jetzt aber den Ball in so einer Situation wie hier schon früh nach außen geben, dann ist klar, dass der Ball nur in diese Richtung gespielt werden kann oder ich renne hier die Außenlinie entlang. Dementsprechend kann sich der Abwehrspieler hier natürlich schon zuordnen und dieser Abwehrspieler kann sich so zuordnen. Das heißt, dann müsste hier ein langer Ball irgendwie nach hier kommen, der viel, viel schwieriger zu spielen und viel leichter abzufangen ist. Ja, und aus diesem Grund möchten wir den Ball im Gegenstoß so lange im Zentrum halten, ja, irgendwo in diesen Bereichen, ja, dass wir den Ball hier irgendwo in diesen Bereichen halten und dann nur zum finalen Abschluss, wenn ein Außen zum Beispiel hier ist, der den Ball bekommt, dann aufs Tor wirft. Oder finaler Pass könnte auch sein, wenn hier ein Abwehrspieler gerade kommt und ich spiele den Pass schon hier zum Außen, aber der Außen hat freie Bahn, weil hier kein Abwehrspieler mehr zwischen ist und jetzt muss er prellenderweise noch 10 Meter überqueren. Das ist dann auch ein finaler Pass. Ja, aber immer, wenn hier noch Abwehrspieler aktiv eingreifen könnten, dann möchte ich den Außen nicht anspielen, sondern den Ball im Zentrum halten. Ja, um den Abwehrspielern halt immer vor die Aufgabe zu stellen, der Ball kann nach links und nach rechts wandern. Ja, und bei außen ist, wie gesagt, die Möglichkeit nur noch, dass ich entweder gerade gehe selber mit dem Ball oder ich spiele den Ball in eine Richtung ab, was es den Abwehrspielern viel, viel leichter macht. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, ciao. Hier möchte ich dir einen schnellen Ausschnitt aus dem Coaching Club zeigen. Hier gibt es eine Übersicht über alle Inhalte, die es auf der Plattform gibt. Und jetzt kannst du dir einfach ein Thema auswählen, zum Beispiel Trainingseinheiten. Und dann zum Beispiel Angriffstraining. Und hier findest du jetzt verschiedene Trainingseinheiten zum Angriffstraining, wo du dir dann einfach hier ein Erklärvideo angucken kannst und hier unten kannst du draufklicken und dir die Trainingseinheit als PDF-Datei herunterladen, ausdrucken und direkt mit ins Training.